Willkommen zu Mists of Aiden. Ein Spiel, das schon ein bisschen älter ist, aber ich kenn's nicht. Ich habe gehört, es soll super sein. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Mists of Aiden und sag, let's go. Hasi? Du hier? Hey, do you hear me? Hörst du mich? Good. Hi, this is Frankie. Are you ready for our new job? I know, you are not a fan of rush work, but our payment will be quite good, and your family needs money, so, well, we can make an exception. Okay, your job is simple. Owner has left the city, so you can get into the house, find a trinket, and get out. That's it. My job is to guide you through this, so you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. Okay, wow, mitten rein. Wir sollen mit der Maus uns umschauen. Linker Maustasten, um mit Dingen zu interagieren. Der Typ hat angerufen und hat gesagt, hey, willkommen bei deinem neuen Job. Dude, we don't have time for this. Grab the camera. Was zickt er? Was zickt er? Hallo? Seine Hallöchen. Dude, camera, it was near the earpiece. Pick it up. Der ist aber... Hallo, was ist mit dem? Warum stresst er denn jetzt schon so? Is this a problem with a connection? Hey, do you hear me? Turn on the camera! Chill. Chill, Freundchen. Ich übersetze hier gerade. Also. Wir haben einen neuen Job. Und der Typ will uns da... Wir sollen einfach nur rein in das Haus. Sollen er irgendwas finden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann einfach wieder raus, sagt er. Der Typ ist mehr Stress als jedes Game. Ja, aber echt, ey. Ich meine, ich verstehe ja, dass er da irgendwann mal nachfragt, aber... So? Wir sind ein Dieb. Wir sind ein Dieb und wir sollen ein Juwel aus einem alten Herrenhaus holen. Dankeschön. Danke. Okay, wir sollen Diebstahl begehen. Yes, that's it. Ja. Now I see the room. Not bad. Okay. You also need a flashlight. Flashlight immer. It's in the garage behind the next door. Warte, ich nehme erstmal. Warum kann ich Hasi mitnehmen? Was heißt denn hier Geschenk sie unten? Ist Hasi mein Geschenk? Das ist das erste Spielzeug, das ich für meinen Sohn gekauft habe. Cool, 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 cool. Jetzt habe ich ihm nicht zugehört. Doch, ich bin richtig hier, gell? Garage. Okay, oh. Turned off the light. Find a flashlight and just wander around here. Get used to working in the dark. Ach, er macht mit mir ein Tutorial. Jetzt check ich's. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Er sagt jetzt, ne, guck mal, hier nimmst du die Flashlight und dann gewöhnst du dich erstmal in Ruhe dran. Well, good. Now, wie man mit der Taschenlampe inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Okay, wir sollen Schraubenzieher und Mensch, mir fallen immer die Wörter nicht ein von den Sachen, die wir brauchen. Screwdriver. Problem? Ja. Look at the cabinet over the table. Okay, geh mir nicht das auf, was sagt man? Familienfoto. Wir sehen glücklich aus. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft noch mehr Bilder machen. Ach, guck mal, das sind wir. Da, Schraubenzieher. Simpel und einfach. Great. Now the nippers. Now the nippers. Stand on the wall. Ich will erst noch ein bisschen glotzen. The nippers? Was ist, sind die nippers? Hallo nippers, nippers, nippers. Wenn ich sehe, weiß ich's. Warte. A tool stand should be on the wall, to the right of the door. Ah, wire cutters are there. Da, die Zange. Pliers. Meine vorherige ist gebrochen. Ich hoffe, dass diese stärker ist. Drahtzange. Ah, möglicherweise. Okay. I set up a training fuse box to the right of the gate. It's almost a perfect copy of a real alarm system. And now you're gonna turn it off. Es ist fast eine... There it is! My masterpiece! Remove the bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Also erstmal, der Typ labert echt viel rein, ja? Ich bin hier die Einzige, die labert.
Er hat gesagt, es ist so eine fast täuschend ähnliche Nachmache von einem echten Alarmsystem. Er hat einfach einen Papierkarton dahin geklebt. Und jetzt soll ich üben, wie ich ein Alarmsystem umgehe, weil ich ja in das Haus einbrechen soll. Also machen wir das. Wir haben ja jetzt einen Schraubenzieher. Cool, cool, cool. Kein Problem. Und er schaut über die Kamera zu. I have a problem with the picture. Draufhauen, immer gut. Ha! Here it is! Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Don't touch the white one. Do you get it? I'll repeat. Cut the blue wire. Auf gar keinen Fall das Weiße. So you can follow basic instructions. Congratulations. Okay, now we are ready. It's time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. Geh ins Auto und ich sag dir, wo es lang geht. Ich weiß nicht, also das ist der Typ, der uns halt den Auftrag gegeben hat. Ach Mist, ich hab gedacht, ich kann ein bisschen rumschnüffeln. Ich weiß nur nicht, sind wir jetzt eigentlich gerade zu Hause gewesen bei uns? Oder wo sind wir eigentlich? Warum kennen wir uns nicht aus? Jedenfalls, wir tragen eine Kamera. Der Typ gibt uns über Funk Anweisungen, wie wir den Einbruch jetzt durchziehen sollen. Und jetzt sollen wir in dieses Haus, in dieses Herrenhaus fahren und ein Juwel stehlen. Offensichtlich brauchen wir das Geld. Jetzt sind wir bereit. Der Dieb ist bereit für seinen Job, heißt das Achievement. Hübsches Haus. Ein wertvolles Juwel sollen wir klauen. Alles, was der Typ labert, rausschneiden. Never. Nix wird mehr geschnitten. Okay, wir sind mit dem Auto angekommen. Tachi, Tachi. Ich feiere es ja, wenn die Maus zu einer Hand wird, so. Dieses Tachi. Das ist das ultimative Tachi-Tachi-Feeling. Okay, ich soll da einbrechen. Ich mache jetzt einfach die Dinge auf, oder wie? Easy. So, bin drin. Nice place, don't you think? Ja, absolut. If I were rich, I'd live here too. Ja, wenn er reich wäre, würde er hier auch leben. Ich auch. Aber sind wir nicht, deswegen klauen wir. There's a lot of pricey stuff there. Pay no attention to them. We only have one evening to find our goal. A piece of jewelry called the Heart of Fog. Oh. Only one attempt. We can't go back if something goes wrong. Okay, wir sollen alles andere liegen lassen, was teuer aussieht. Wir sollen nur dieses Juwel holen, was Herz des Nebels heißt. Kann es sein? Das sieht ganz schön. Hat sie getrunken? Tati, tati. Also ich darf nichts mitgehen lassen, was sonst noch so wertvoll erscheint. Nur das eine. Und wir haben wohl nur heute diesen einen Abend Zeit, das rauszuholen. Zum Eingang. Right next to you, you'll find a fuse box. Rechts davon ist das Alarmsystem, okay. Ich habe ja geübt, weiß ja, wie es läuft. Electronic lock here. The system is a bit more complicated than our training fuse box, ja, but ja. The base principle is the same. Just cut the blue wire and you can go in. Warum habe ich dafür eine Trainingsbox gebraucht? Da ist kein blaues, das ist schlecht. Also einfach nur das Blaue durchschneiden. Mehr ist es nicht. Ja, gib ihm doch per Funk durch oder per Kamera, dass kein blaues... Bin ich blind? Ist doch kein blaues da, oder? Weiß, rot, grün und gelb? Was würde dir durchschneiden, wenn er sagt, einfach das Blaue? Sollen wir grün durchschneiden? Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich egal. Ich soll wahrscheinlich jetzt failen. Rot sieht verlockend aus. Zweitens der wichtigste, okay. Blue wire! Blue! Cut everything! Okay. Good. I checked the line. There was no signal to the police. Move on. Was? Okay. Das ist es? The door is open. Get ich soll einfach... Warum haben wir geübt, wenn ich einfach alles durchschneiden soll? Cut everything! Okay. Schneid einfach alle durch. Habt ihr gesehen, wie ich plötzlich zwei Zangen hatte? Der zweite ist der wichtigste, Nisi, du sagst es. Okay, ich bin drin. Easy. Ich
darf nichts Wertvolles mitgehen lassen, aber dabei schaue ich doch so gerne in Schränke und Schubladen. Let's play this fast and clean. You enter, you take what we need, and then you leave. This okay. thing is on the ground floor inside the office. Move quietly, be careful, and no one will ever know that you were here. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the office. Also er sagt einfach nur schnell, geh da schnell rein, hol das Ding und schnell wieder raus. Einfach, easy. Kein Aufsehen erregen. In die Küche, zack. Aber erst glotzig. The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Ja, der macht blöde Witze. Ja. Das ist ein Bild von der jungen Familie, der von dem Mann. Und es sieht so aus, als hätte seine Frau Angst vor ihm. Sieht das so aus, als wäre hier nichts Wichtiges? Ich weiß nicht. Okay, alles klar. Creepy Pictures. Die ganzen Gesichter. Ich soll die Küche finden, hat er gesagt. Und es ist hier im Erdgeschoss. Look at the right. There's a light behind the door. We should probably go there. Da vielleicht. Aber so sicher scheint er sicher nicht zu sein. Hat er nicht gesagt, hier würden super viele wichtige, teure Dinge rumstehen? Ich finde, es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwie viel wert wäre. Oh, mein Charakter kann übrigens nicht sprinten. Okay, vielleicht noch nicht. Das ist ungewohnt. Ach, das ist Feuer. Oha. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Na da, da ist die Küche. Sah von außen teurer aus hier. Have you noticed that there's not a single knife in this kitchen? Mhm, the man kein is Messer. Too paranoid. Is he afraid that someone will get inside and kill him while he sleeps? Well, you are here, but anyway, he needs to lose some steam. Go to the dining room and after it you'll find a corridor. Ich meine, ist dir aufgefallen, dass es keine Messer im ganzen Haus gibt? Der ist paranoid und hat Angst, dass jemand abstiegt. Okay, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. The owner is a hunter, so it's okay. Er meint, es ist schon okay, weil der ist ein Jäger. Okay, okay. Ich weiß ja nicht. Also es gibt keine Messer in diesem Haus, weil er irgendwie paranoid ist. Ah, Zettli. Ein Rezept für Material. Das ist merkwürdig. Der Besitzer hat ein paar Hausmaterialien gekauft und hat unterschrieben mit einem falschen Namen. So wie Holz und Akustikdecken hat er gekauft. Hat aber mit falschem Namen wohl unterzeichnet. Knife-Ständer, Kerzenständer wollte ich schon sagen. Messerständer. Das ist ein schäbiger Messerständer. Er ist mit Blutflecken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten nicht hier sein. Ich weiß nicht, der braucht nicht Angst vor uns haben, sondern wir vor ihm, oder? Ich soll das Esszimmer finden? Ja, da bin ich richtig. Und dahinter soll ein Korridor sein. Alter. Yeah, the owner probably forgot to clean before leaving. Move, we must hurry. So sicher hört sich unser Bro jetzt hier auch nicht mehr an in der Leitung, kann es sein? Feuer ist an, jemand ist drin, ja. Ist es so ein Spiel, wo wir erst 5 Minuten vor Ende merken, dass es eine deutsche Übersetzung gibt? Nein, Nisi, ich habe geguckt, es gibt nur Russisch und Englisch. Ich verabschiede mich wieder, eventuell nachgucken. Ich bin einfach cool. Ja, mach das. Schlaf gut, Ivy. Bis morgen. Danke, dass du da warst. Das Spiel heißt Mist of Aiden. Besteht das Game aus dem Misten seiner Vergangenheit oder was? Ja, so ungefähr. Pfui. Ein Hund schlägt auch schon an. Ist eigentlich auch keine gute Nachricht.
Oh shit, ich hab was kaputt gemacht. Tut mir leid, tut mir leid. Aber da war ich gar nicht dran. Entschuldigung. Good. Look for a study. Inside you'll find a safe. Focus on that. Büro? Als ob mich da nicht schon längst jemand bemerkt hätte. Unattended fire. I guess that sooner or later, this home is gonna burn. Ja, er sagte unbeaufsichtigtes Feuer, es wird hier bestimmt bald irgendwann mal brennen. Früher oder später. Jetzt spielt jemand Klavier. Look at this shit. They have a VCR with a power cord that goes through the wall. Couldn't they make a normal socket? Wait, this is not a power cord. It's something else. Es ist irgendwas anderes, weil er sagt, nee, es ist nicht einfach nur ein Stromding, weil das, weil es irgendwie so halt durch die Decke geht. Vielleicht prüft er jetzt, was das ist. Ah, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir bald übelst überrascht werden. Wait! No. It's all right. Kann er nicht bringen. Gib dir das Gesicht. Wer hängt denn sowas auf? Guck mal, hier kommt das Kabel wieder raus. Do you hear music? Ja. Where is it coming from? Ich höre Musik. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und das hier ist jetzt extra gesichert? Ich weiß nicht, soll ich versuchen aufzumachen? Ich gehe mal erst da rein. Bedroom. Look around. Ja. Maybe you'll find something useful. Vielleicht findest du was Nützliches, sagt er. Kann man, ach so, Radio. The cleaning lady has probably left it working. Ja, vielleicht hat sie Putzfrau aus Versehen angelassen. Der hat doch für alles eine Erklärung. Oh, guck, ein Ring. The ring of his wife. Either she left him or just disappeared. I can't really remember. Ring looks cheap. Er sieht billig aus, der Ring, sagt er. Der Ehering in einer Box sieht verstaubt aus. Vielleicht hat sie ihn vor einer langen Zeit nicht mehr getragen. Entweder hat sie ihn verlassen. Also man ist hier nicht so sicher, wo die Frau ist. Chrissy, Hallöchen. Nettes Gesicht. Mann, ich darf ihn nicht mitnehmen. Ich soll was Nützliches hier drin finden, sagt er. Was heißt denn nützlich? Ich gehe von Raum zu Raum zu Raum zu Raum. Das hört hier nicht auf. Didn't I tell you to do your business before work? By the way, ich habe einen Schlüssel gefunden. Right back. Ah, jetzt, also er. Habe ich dir nicht gesagt, dass du vorher auf Toilette gehen sollst? Also, wenn wir gerade drüber reden, dann gehe ich mal. Aber guck mal, hier liegt einfach ein Schlüssel auf der Ding. Schlüssel zum Storeroom. Alter Schlüssel. Ich weiß nicht, warum man ihn im Badezimmer lässt, denkt er sich. Nein! Stop it! Au. Jetzt habe ich es noch mehr kaputt gemacht. Ein paar frische Unterhosen wären nützlich, man weiß ja nie. Aha. Guaifenesin. Medizin sollte es vereinfachen zu atmen. Im Falle von einem Lungenversagen oder Lungenfunktionsversagen. Das Regal ist voll mit leeren Boxen. Oh nein, der hier kann jemand nicht atmen. Das ist, ist schon creepy. Und jetzt ist es auch noch dunkel, Mann. Hauptsache, hier im Schlüssel. Hey, aber wenn es hier ist, wenn der Strom aus ist, geht vielleicht die Tür dann auf. Also zum Storeroom. Warte mal, habe ich eine Map? Nee, der Rabe hat einfach feuerrote Augen. Aha, ich habe aber ein Inventar. Na, fühl mich nicht wohl. Fühl mich nicht wohl. Bist du der Storeroom? Ja, okay. Vielleicht nehme ich die, die so offensichtlich herumliegt. Eine VHS-Kassette, eine alte Kassette. Ich glaube, dass das etwas drauf ist, aber das Label ist... Dingst. Nicht mehr lesbar. Verblasst.
Dann gehen wir jetzt Fernsehen schauen. Calm down. It's just me. Your friendly inner voice. What's up? Why is everything dark? Ja, schön, dass er beim Pissen auch nichts mitbekommen hat jetzt hier. Können wir denn mit ihm nicht sprechen? Es ist eine One-Way-Leitung, oder? Weil ich könnte ihm ja sonst sagen, ich habe einen Schlüssel. Damit habe ich das Ding aufgemacht. Da drin habe ich eine VHS-Kassette gefunden, weil ich jetzt Fernsehschauen gehe. Aha. Ich mach mal vorsichtshalber die Tür zu, man weiß ja nicht. So, da rein. So. Anmachen. Play. War es falsch? Jetzt. Ja, oh, da sind wir auch gerade vorbeigelaufen. Oh, da bei dem geht's einfach auf. This is really weird. I have a very bad feeling about this. Er hat ein sehr schlechtes Gefühl dafür. Dann gehen wir jetzt dahin, wo der gesagt hat, wo der da entlang gegangen ist, wo ich irgendwie keinen Zugriff habe, aber der schon. Vor allem, er hat ja nicht auf dem Video hat er nicht gesagt, warum er da entlang kann. Ach, guck. Jetzt ist offen. Ich kann übrigens nicht schnell, gell? Also, der geht nicht schneller, gell? So. Okay. Okay. Here's a study. Now you need to find it safe. Okay, ja. Warum? Also, er wusste ja jetzt, dass wir im Studierzimmer sind und dass hier das Safe drin ist. Also, eigentlich mussten wir hier rein. Warum wusste er nicht, wie das geschützt ist und warum ist... Ja, egal, so viele Fragen. Warum? Wir sollen ein Safe finden. Das macht schon eine ganz schön beklemmende Stimmung, dieses Spiel, oder? Es gefällt mir bislang sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was mich hier erwartet, bin ich ehrlich. Dass jeden Moment dann doch irgendwie da der Hausherr aufkreuzt. Ein Text in einem Bilderrahmen. Eine kleine kurze Notiz in einem billigen Bilderrahmen. Es sieht aus, als ob... Es sieht aus wie Notizen, die mein Vater angefangen hat zu schreiben, als er begonnen hat, Alzheimer zu bekommen. Weil da drauf steht, immer wiederholen und nicht vergessen. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ich habe surft 4 davon. Weiß ich nicht. Wenn ich zurückgekommen, als ich zurückgekommen bin, hat sie alles in 3 Monaten. Alles in 3 Monaten ruiniert. Und ich wurde allein gelassen. Ganz alleine. Sagen wir mal so, das Game wird besser und besser bis zum Schluss. Oh mein Gott, Janine. Aber Janine, wenn du es gut findest, dann ist es doch hoffentlich auch was für uns. Du weißt, es ist nicht so leicht, mich nicht zu spoilern, aber dann ist es hoffentlich auch was für uns. Interact. Ach ja, wow, okay. Also hat er möglicherweise Alzheimer? A former soldier. Ein ehemaliger Soldat. Came back from service, all in chemical burns. Oh, komplett. Maybe that's why his wife left. We are not taking the medal. Wir nehmen die Medaille nicht, sagt er. Es ist ein ehemaliger Soldat, der ist komplett verbrannt durch chemische Verbrennungen und schnell zurückgekommen und möglicherweise hat deswegen seine Freundin auch verlassen. Ich soll unter dem Bild schauen. Hinter welchem Bild? Wie halt einfach, was dahinter ist. Seht ihr's? Seht ihr's? Unauffällig. Ich sehe gar kein Bild. Ach doch. Wer hängt denn ein Bild zwischen Regale? Speichern an der Uhr? Ja, genau. Zehn nach zehn, wie alle Uhren. Geil. Ah, okay, ja, cool. Yes. Yes. Here is where our trinket lies.
Open the safe, grab it and you can go home. Ja klar, so mach halt einfach auf, sagt er. Ja, guess what? Ist zu. Ist halt auch ein Safe. Was soll ich eingeben? Keep repeating und nicht vergessen nicht. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet. Ich habe 4 davon gedient. Als ich zurückgekommen bin, hat sie es innerhalb von 3 Monaten ruiniert. Ich war alleine eine Familie aus einem. Also 7, 4, 3, 1. Oder? Nice. Now grab this trinket and we can leave. Aber Hochzeitsdatum auf dem Ring wäre auch noch nice gewesen. 10 nach 10 wegen der Uhrzeit wäre auch gut gewesen. Klug. Hallo, klug. Klar, deswegen steht dieses Bild da drin. Ist er das? Heart of the Fog. Es ist sehr teuer. Ich kann es verkaufen. All deine Probleme werden damit erledigt. Take it. Tada. Das ist ein bisschen zu leicht, meint ihr nicht? Ich weiß nicht, Leute, ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt haben wir das Ding geklaut und jetzt sollen wir wahrscheinlich einfach raus. Jetzt sollen wir Gas geben. Und ich glaube, also, warum kann man hinter diesem Schrank reingehen? Ich habe die Tür zum Beispiel nicht angelehnt. Mich nur mal gesagt haben. Ist es... What? What's happening? Hold your breath and look for a way out! Au! Oh nein! Come on! There must be another way out! Gas! 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 Oh nein! Ja, Don't breathe! Habt ihr eine Idee? Maybe. Also, I don't know. Keep looking. Sheep. Leave. Ja. Now. Aber da kommt's doch raus. Oha. Quetsch. Easy. Is everything okay? Did you get it? There seems to be no gas here. Good. What was that? Oha. Come on. I need to get you out. Also, das war der Besitzer. Das war auf alle Fälle der Hausherr. Und jetzt verstehe ich auch. Chemisch verbrannt vom Krieg und deswegen, er hat eine Atemmaske getragen, weil er nicht mehr atmen kann, deswegen auch die Medikamente, die das Atmen erleichtern soll bei kollabierten Lungen. Und der hat uns jetzt vergasen wollen. Ich dachte zuerst, der Schrank ist keine Option. Weil da das Gas herkam. Aber gut, wir wussten ja, dass dahinter ein Raum ist. Das hat man ja gesehen gehabt. So, und jetzt will er uns helfen, hier rauszukommen. I knew there was an extension, but I never thought it looked like this. What's its purpose? I don't wanna know. Also er sagt, er wusste, dass es da noch weitergeht, aber er wusste nicht, für welchen Zweck. Und er kann sich nicht erklären, wo es hier hingeht. Oh, das ist ein Bunker, oder? Do not open the doors! Don't even come close to them. When all of it is over, I'll make an anonymous call to the police. Now all you need to think about is how to get out. Ja, einfach nur raus. Wir wollen einfach nur raus, Leute. Da ist ein Hund drin, oder? Oh. Nee, da ist auch eine Frau drin. Würdet ihr aufmachen? Eine Frau und ein Hund, höre ich. Ja. Ich versuch's, okay? Vielleicht bringt's uns um. Nein. What are you doing? Wait, stop it. Das geht nicht. Nein, ich kann nichts öffnen. Ich kann nichts öffnen. Lass die Frau drin, nimm den Hund mit. Ich kann leider niemanden befreien. Wait, it could be a way out. Open the box. Let's see if we can open the door. Ich hab's versucht, Leute.
Don't den blauen. Okay. Er muss erst gucken. The fuses are down. Okay. Not okay. A big deal. This model uses standard fuses, so. Er sagt es Standard. He made this extension by himself, right? Er hat selbst gemacht. Somewhere here should be an electrical fuse box. You need to find it and take the fuses. Yes, that should work. Okay, wir sollen nach Sicherungen suchen. Irgendwie muss da eine Sicherung rein, damit er das regeln kann. Da fehlt eine Schraubsicherung, genau. Voll der Herzschmerz. Ja, Gess hat voll wehgetan, den Hund wieder leiden zu hören. Warum hat der da unten Leute gefangen, Mann? Als ob hier eine Sicherung wäre. Ah, here is the box. Take out the fuse. Okay, ja, weil es gekühlt wird, vielleicht. Boah, pfui, ja. Also ich kann mich in dem Spiel auch nicht hinknien, gell? Das ist wirklich. Steuerung ist gering. Dann nehme ich jetzt einfach eine, oder? Super. Everything is fine, don't worry. Just go to the door, insert the fuse into the panel and get out of here. Ah, das schreit nach Jumpscare. Oder? Jetzt sind die auch alle frei. Yay. Dezente Outlast-Vibes. Okay, nee. Ah. Tja. Okay. Oh, das ist Matschepatsche, wenn ich da durchgehe. Aber dann war ja hier ein Kind drin und das ist geplatzt, oder was? Scouty möchte ein soziales Leben voll machen. Kann ich jetzt auch mal? Nee. Nee, ich kann nicht aufmachen. Strafe muss sein, Scouty, danke schön. Danke auch für die Bitsies. Auch für die der Schrei kostet. Dankeschön für 100 Bitsies. Prost, Leute. Die Runde geht auf Scouty. Also, Entschuldigung. Wie bei Black Widow Herzinfarkt. Exactly. Komm, wir packen jetzt die Sicherung da rein. Hier ist trotzdem nichts offen. Agnostik, danke schön für den verschenkten Sub an Jenny. Hello Madeloni, wie geht's dir stets? Now, we must look for a way out. Nein! Warte, ich hab's gesehen. Schieb! Schieb! Hey, are you okay? Listen to my voice. We must get out. Ja. Ich hab die falsche Richtung geschoben. Shit! Run, run, run! Oh mein Gott, er hat mich gleich mal. Nein, Mann! Das ist echt ein bisschen wie Outlast. No! Back, 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 back! Mann, no, back, back, back! Are you okay? Move! You must go! Shitty! Oh mein Gott, da hängt doch wer!
fuck! Alles klar! Ich bin falsch gelaufen, glaube ich! Ja, bitte. Ich habe mich falsch gedreht, ich wollte rechts rein, aber als ich die Axt gesehen habe, wusste ich, das ist irgendwie falsch. Ah, okay, crazy. Are you okay? Move! You must go! Be quiet! Quiet! Fuck! Was ist, wenn ich da gar nicht lang bin? Close the door! The bolt on the door! Fucking pipes! They're almost... I have an idea! Close the valves! Hurry up! Was? Das ist doch nicht normal! Oh, das war effektiv, aber ich glaube, ich bin auch tot. Okay. Thank God. Well, shit. Okay. Time to get out. Try to climb out the window. Alter, da liegt er noch. Aber er hatte doch eine Gasmaske auf. Shitty. Ich brauch den. Ich brauch leider die Box. Nein, bleib tot! Bleib tot, ich muss da kurz rauf! Excuse me! Oh Gott, der wird mich festhalten. Lauf! Warum gehe ich nur so langsam? Okay. Was mit dem Wofi? Ja, Yeah. The kitchen wasn't a safe path. We probably could take the other path. Was? Hey, hey! Do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Was? Das war nur eine Simulation? Und jetzt sollen wir ein... Jetzt sollen wir eine Kette suchen im Schlafzimmer? Wie nochmal rein? Dasselbe ist nochmal. Hä? Ja, nice. Nochmal. Alle so, hä? Er so, okay, also die Küche war kein sicherer Weg. Dann lasst uns doch mal versuchen. Das, als ob das nur eine Simulation ist, das zu probieren, wie wir das am besten, aber wir wollen ja jetzt was anderes stehlen. Simulator, ja, so kommt es einem vor. Aber er fragt so, hä, warum hast du angehalten? Also, ich weiß nicht, soll das so? Aber ja, wir müssen ja das machen. Es ging ja nicht anders. Als sei es bloß ein Mittelspiel. Ich habe gehört, der Owner hält seine spare keys near the entrance, so would it be pretty easy. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist hier keine elektronische Sache. Und jetzt ist der Schlüssel hier unter der Fußmatte. Great. It'll be easier than I thought. Also als ob wir jetzt verschiedene Wege suchen, in diesem Haus das Zeug zu klauen. Und jetzt ist es aber ein anderer Auftrag und wir gehen anders rein. Immer ins gleiche Haus. Aber ein anderer, also jetzt ein Necklace und nicht über die Küche.
Und es ist jetzt schon dasselbe Haus, aber anderer Auftrag. Zweiter Stock. Jetzt gehen wir die Treppen suchen. Da kommen wir immer noch nicht rein. Und dieses letzte Mal bin ich da rein. Half of my house can fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Okay, moving on. You must find the stairs. Und hier war doch vorher, glaube ich, kein Eingang. Da uns jetzt schon berichtet wurde, das Spiel wird im Verlauf immer besser, geht es bestimmt immer wild weiter. Ja, wahrscheinlich. Also es gehört wohl dazu, dass wir immer wieder mal gefangen werden. Ach, guck. Ist vielleicht dahinter was? Soll ich den einfach mitgehen lassen jetzt? This looks like a fake to me. Fake, ja. Let's move. We came for a different thing. Wir kamen für was anderes. Well, this is strange. But we don't need to go there, so forget it. Und so erkunden wir vielleicht jetzt halt auch die Geschichte, so Stück für Stück. Indem wir immer wieder versagen. Ah, das ist die Küche. Okay, alles klar. Weißt du Bescheid? Ich hab die Stairs. Jetzt wissen wir ja auch schon, wie der Dude hier ausschaut. So, we need to... Necklace. It belongs to an ex-wife of the... Start from the bedroom. Shit. Where's this static coming from? Warum... Gib dir mal, warum haben die so creepy eyes? Warum creepy eyes? Und wir haben schlechten Empfang. Jetzt haben wir auch noch Störungen im Netz. Oh, sie ist hübsch, gell? Beauty. Ein leeres Bild. Noch ein leeres Bild. Aha, eine Lost. Kamera. We need to figure out how to get inside. Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. Ich soll ein bisschen was fotografieren. C. Oh mein Gott, das ist creepy. Is this some special photo paper? Modern art is a very strange thing. Okay, er vermutet ein spezielles Fotopapier. Also das Auge. Und... Du meinst Gucklöcher von der anderen Seite möglich? Ein Foto für meine Erinnerung. Von was soll ich noch Bilder machen? Oh, da ist sie nicht mehr so hübsch auf meinem... Oh, jetzt ist sie auch nicht mehr hübsch. Ich habe sie alt fotografiert. Entschuldigung. Das kann ich nicht wegziehen. Und wetten, ich habe eine Türklinke, wenn ich fotografiere. Ja. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? War das ein Glitch? Okay, let's move on. Okay, jetzt wird's übernatürlich. You need to find and open the door to the master's bedroom. Master bedroom brauchen wir. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich habe, aber es mir wird nichts angezeigt, dass es irgendwie limitiert wäre. Deswegen mache ich mal hier von der Hübschen auch ein Bild. Oha. Hey, die schaut aus wie Cruella jetzt, oder? Heißt die so? Von 101 der Martin? Der Mund. Ist schon ein bisschen creepy. Das erinnert mich so ein bisschen an Ad Infinitum. Da waren wir auch vor oben gestanden, haben runtergeschaut. Genau auf so ein ähnliches Szenario. Ich weiß, warum ich mich nicht gerne fotografieren lasse. Nicht, dass man altert, so wie die. Oha. Das sind
Statuen oder Puppen. Okay, schön, hier ist offen. Aber ich kann gerade nicht, ich muss hier Fotosession machen. Happy! Oh, warte, nein, das braucht nicht. Nein, das braucht, danke. Eins reicht. Aber ihr will ich, obwohl sie jetzt so nett lächelt, ihr will ich auch nicht begegnen. Ah, warum glaube ich, dass ich werde? Das Schöne ist, das Spiel speichert zwischendurch. Seht ihr das? Da oben rechts kommt manchmal das Speichersymbol. Das beruhigt mich doch sehr. Voll creepy, das Lächeln, ja, gell? Ach, man kann es auch shaken. Ah ja. So sehen meine Selfies immer aus. Ich wollte eigentlich das Schlafzimmer finden, gell? There should be something on this table. Ja, da war mal eine VHS-Kassette. Eine Zeitungsartikel von vor 6 Jahren. Einer der Artikel ist gekennzeichnet oder umkringelt. Es ist... Und zwar beschreibt er ein Verschwinden eines berühmten Künstlers und ihres Sohnes. Der Name ist aber aus. Ist verwischt. Ich kann es nicht lesen. Famous Artist and his Son. Also von einem Künstler und ihrem Sohn. Der ist verschwunden. Ah, ich kann es wegziehen. Ah, tati tati. Foto machen von der Kassette. Smart. Smart. Natürlich. This is not happening. This is insane. Eine alte Kassette? Ah, nee, die nehmen wir schon. Nehmen. Wir müssen ja Film gucken. So, rein da. An. Rein. Fernseh an. Play. Weiß, wie es läuft. Ready? Play. A recognized artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. Ah, jetzt haben wir es mit ihr zu tun. Sie kann sich teleportieren. I have some connection problems here. Hallo, Nick? Nick, Hallöchen! Wowie, Nick, danke schön für 1000 Bitsies. Vielen, vielen lieben Dank. Prost, Leute. Auf euch, Nick, danke schön. Die Runde geht auf Nick. Danke schön. Alter Schwede, was ein Einstieg. Ja, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Welcome back. Geht's euch jetzt? Ich kann mal nachschinken. Muah, Dankeschön. Oh, okay. Ich glaube, wir haben es jetzt mit der Frau zu tun. Die, deren Sohn der Künstler verschwunden ist. Es gibt Nudelauflauf, boah, geil. I love Nudelauflauf. Okay, weiter. Er sagt, er hat Verbindungsprobleme. Okay, schau in die anderen Räume. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Schau in die anderen Räume, das sollte irgendwo im Schlafzimmer sein. Die ist halt jetzt hier draußen wohnen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann kann sich die Alte teleportieren. Oh, und sie ist ein bisschen schnell. Oh, mein Herz. Ich spiele anders krass. Anders krass. Ich schwöre, das ist die. Die so verstörend grinst. Wusch. Wusch. Ich kann nicht laufen. Wisst ihr, wie ich rennen würde? Mein Charakter so... Da lebt keiner mehr in dem Haus, sag ich euch.
Vielleicht die Tür, die offen ist? In die auch sie so skeptisch reinschaut? Das ist auf alle Fälle ein Schlafzimmer. So wie mir befohlen. Ich wollte die Tür gerade zumachen. Danke. Hier macht auch jemand Fotos? Noch jemand außer mir? Ah. Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Or he wanted to capture something specific. Er sagt, ist hier die Anzahl der Fotos aufgefallen. Jemand wollte etwas ganz... Entweder wollte jemand richtig viele Fotos machen oder wollte etwas ganz Spezielles fotografieren. Und das ist da bei den drei Tellern und dem Stuhl, da geht's halt hoch in den Speicher. Ist ja voll mein Ding. Speicher. Ja, jemand hat schon Begegnung mit der Dame hier gemacht. Nicht nur wir, offensichtlich. So, warte, ich sollte doch hier irgendwas finden. Ich weiß, ich bin doch eigentlich wegen einem Hals, wegen einer Halskette hier, oder nicht? Ja, da ist selbst unser Dude am Telefon ist hier irgendwie still geworden, gell? Das Haus? Fällt dann auch nichts mehr ein. Ich schau mal, ob ich über den Balkon raus kann. Wie frech sie lächelt, ja. Nee, der ist zu. Meinst du, ich soll ein Foto vom Schminktisch machen? Komm, wir machen mal. Jetzt heult da eine. Der Spiegel hat sich irgendwie verändert, ja. Jetzt. He's punished. Jetzt ist meine Tür weg. Er ist bestraft, oder? Was heißt es? Jetzt ist sie wieder alt geworden. Uncool. Nee. Ach was. Hä, kannst du dich aufmachen? Ich weiß nicht, warum es sich aufmacht. Da ist ja offensichtlich was drin. Von der Ecke am Kamin wurde auch ein Bild gemacht. Das rappelt im Karton, ja. Ich weiß gerade nicht, von was genau ich noch ein Foto machen soll. Dann mache ich halt nochmal jetzt hiervon, oder?
Hi. Es ist zu spät. Was hat sie ihm angetan? Der wäre hart gekommen. Wenn ich mich schneller umgedreht hätte, hätte mich das hart erwischt. Hat sie ihn in die Box gesperrt? Also okay, also das ist immer wieder, das geht immer wieder weit über den Spiel, über den Schlüssel. Ah, Foto von Schlüsselabdruck. Und von ihm, schätze ich mal. Vor allem die Frage, was hat sie ihm angetan? Seine Frau. Ich denke mal, es geht immer noch um die gleichen, um die gleiche Familie. Ich habe jetzt am Anfang das Bild nicht angeguckt, aber ich dachte, es war schon dasselbe. Dass es immer noch um die gleiche Familie geht. Ah, jetzt habe ich den Schlüssel. Ach, so meinst du. Dass es vielleicht auf ein Baby anspielt. Diese Puppe sieht kalt und leblos aus. Ich nehme sie mal mit. Das ist doch toll, die nehme ich mit. Die sieht kalt und leblos aus. Die nehme ich mit. Toll. Ja, es kann sein, dass sie auf ein Kind anspielen. Ach, und ich soll's ihr in die Arme legen. Obacht, fliegen die Geister von rechts nach links. Da, bitte. Das. Jetzt ist er hinter der Spiegel. Das war's. Keine Spiegelreisen mehr, Leute. Also... Irgendwas muss mit einem Kind gewesen sein. Und er hat sie dann mit der Axt niedergestreckt. Möglicherweise. Aber was meint ihr, sie hat dem Kind was angetan? Oder er? Oder er ihr wegen dem Kind, oder sie dem Kind und er dann ihr. Oh mein Gott. Wir wussten, dass ein Kind hier lebte. Aber warum ist das das einzige, was von ihm übrig war? Wo ist sein Bett oder Toys? Es muss wenigstens etwas. Er sagt, er weiß, dass ein Kind in dem Haus gelebt haben muss, aber es ist nichts mehr übrig. Er sagt, eigentlich müsste doch irgendwas da sein. Also ein Spielzeug, irgendwie so. Ich meine, es sind Kinderzeichnungen. Was ist das? Sedativum. Wäre stark drogen. Die Beschreibung sagt, dass es gegen Aggressivität, Ausbrüche von Aggressivität hilft. Für die Frau. I'll find out! Oh nein, danke, ich will nicht. Also sie hat verschreibungspflichtige Medikamente bekommen, um ihre Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Und wir haben ihn jetzt gehört, wie er zu ihr gesagt hat, wo ist er? Wo ist er? Ich werde es rausfinden. Ich glaube, dass sie vielleicht dem Kind was angetan hat.
dann er gemeint hat, wo ist er? Also sie sprechen ja vom Sohn. Aber war nicht der Sohn ein Künstler? Es müsste ja dann ein Erwachsener gewesen sein. Okay, mal sehen. Wusch, wo ist sie? Da ist sie, Wusch. There's something very strange going on here. Yeah. Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. Also okay, okay. Nein. Ja, klar. You can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. Okay. Jump? Jump? What are you waiting for? Ich weiß es nicht. Jump! Jump! You can't you? Okay. Ich hätt's gemacht. Let's move on. Ich hätt's gemacht. Da unten sind bloß Blumen. Er hat doch gesagt, komm, lass es einfach zurück. Das, was soll's, ja? Jetzt sind wir hier mit ihr auf dem Balkon. Weil er sich nicht traut zu springen. Ich hab gedrückt. Ich wäre gesprungen. Na toll, dann mache ich jetzt hier noch weiter Party mit der Wusch. Hallo, Wusch. Oh, guck. Oh, wie schön. Da mache ich doch ein Foto von. So schön auch wieder nicht. Also eigentlich, wir wären einfach gern gegangen. Oder er hat gesagt, komm, verzieh dich. Ah, ich befürchte, jetzt kommt nochmal der Hand mit ihr und dann wieder von vorne so. Ja, hätte ich auch getippt, dass es so der Spielfluss ist. Ein Arm. Ich mag es nicht, überhaupt nicht. If some artist or writer starts to tell you about the deep meaning of his work, do not believe him. There are only two things they can write about. It's themselves and their issues. This woman had a lot of issues. Er sagt ja, die Frau hatte sehr, sehr viele Probleme. Und wir sollen uns nichts dabei denken. Ja, das Mundfoto hatten wir schon. Jetzt haben wir bald das ganze Gesicht beieinander. Ich weiß auch nicht, soll ich die einfach alle vereinigen? Ich fotografiere sie einfach alle ab. Ja, dich auch. Damit du creepy sein kannst. Ganz toll. Beide gleichzeitig geht nicht. Ah. Bisschen schade. Okay, toll. Tolle Figuren haben die da. Friedhof, wie die anderen zwei abtransportiert. Das Haus. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich die Kamera in der Hand habe, deswegen. Shake it. Shake it. Touchy, touchy. So. Oh. Gute Nacht, Nesi. Hart. Das war ohne Sound, verstehst? Aber trotzdem krass. Hallöchen, Beat-Nerd. Dankeschön für 9 Monate, Twitch Baby! Welcome back, dankeschön für den Resub, ich freue mich sehr. Knutschen gehen raus, vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Schon 9 Monate! Oh, hier ist zu. Komm, wir gehen einfach, hier ist doof. Komische Puppen und Frauen und. Zu viele Bilder. Sam, I have interference.
can't hear you. Nein, kann ich nicht hören. Nein. Ja, klar, dass er sich jetzt ausklingt, oder? Jetzt, wo es ernst wird. Ach, guck. Wieder ein Fernseher. Aber ohne VHS-Kassette. Oh Gott, man muss sie fotografieren. Man muss sie fotografieren, damit sie weggeht. Habe ich das richtig verstanden? Das hat sie verbrannt, der Blitz. Richtig. Oh no. Ich kann mich halt nicht bewegen, wenn ich meine Kamera habe. Okay, das wird hart. Ida, ist sie? Wo geht's hier runter? Ja, bestimmt bei ihr. Picture! Do you hear me? Take a picture! Mach ich doch! Okay. Wo wir einfach eine Rolle rückwärts gemacht haben. Nimm das Fotokamera! Fotokamera! Jetzt ist der Speicher offen. Lauf einfach weg. Warum bist du nicht gesprungen? Ja. Doesn't work anymore. Sie ist kaputt. Meine Flashlight ist mir. Oh nein, jetzt ist... Nein. Jetzt ist die Kamera meine Lichtquelle, Leute. Jetzt muss ich immer mit Blitzlicht machen. Oh mein Gott, das erinnert mich so an Madison. War das Madison oder Visage? Boah, ekelhaft. Oh, schlimm. Damit auf dem Speicher. Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche kurze Pause, Leute. Wir müssen ganz kurz Pipi-Pause machen, bitte, okay? Bevor ich das mache. Okay, ich bin ready. Ich habe zwar keine Taschenlampe mehr. Ich kann immer noch nicht sprinten. Aber ich habe einen Blitz bei mir, der hoffentlich niemals zu Ende geht. Ich sehe da oben sehe ich schon was. Mutti, ich komme. Es ist echt scheiße dunkel. Schau mal, was ist das? Ist es die Mutter, die das Kind schlägt? Oder er, der sie schlägt? Aber sie, die Puppenfratze, die scheint doch die Mutter zu sein, oder? Als ob uns das Kind seine Geschichte so ein bisschen erzählt. Das ist mal ein crazy Speicher, oder? Endlos Platz. Also ich schaue am besten gar nicht woanders hin. Die will ein bisschen rumschlecken, die Alte. Habt ihr gesehen? Lol. Okay, na wunderbar, ein Kinderzimmer.
Hat er sie zerhackt? Also er war ja der Typ. Er hat ja auch mit der Axt auf uns geschmissen. Also er war der Typ auf alle Fälle, der gerne mit der Axt gespielt hat. Das heißt, ich glaube, er hat sie zerhackt. Oh mein Gott, guck mal, das Kind musste in einem Käfig schlafen. Jetzt sehe ich es erst. Seht ihr das? Da ist ein Kinderbett drin. Kindern, die Notiz eines Kindes. Das Kind hat diese Notiz geschrieben, während es allein im Dunkeln saß. Sie hat ihm im Speicher verhungern lassen. Diese verrückte... Und das Kind schreibt, vergib mir, Mama, ich will nicht mehr weinen, nie wieder. Komm bitte zurück, ich habe so Hunger. Ich werde alles essen, was du isst, was du kochst. Ich bin so müde. Mom, bitte lass mich nicht allein. Ich will essen. Mama liebt mich nicht mehr. Sie hat das Kind auf dem Speicher verhungern lassen? Das ist brutal. Und plötzlich verstehe ich ihn, dass er sie zerhackt hat. Es wird gespeichert. Okay. Es wurde geladen und gespeichert. Nein. Bist du? Ich hab dich fotografiert. Wie oft soll ich sie fotografieren? Hoffentlich platzt sie. Ja. Ich hab sie zum Platzen gebracht. Do you hear me? Ah, it seems that the connection is clear now. Toll. Are you okay? Ja, alles bestens. Was hat er gerade noch gesagt? Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Glaubst du, dass sie den Sohn umgebracht hat, oder? Sowas. Glaubst du, ich hab sie jetzt besiegt, aber bei dem Opa dachten wir es auch, oder? Obwohl. Ah nee, da unten glitscht sie noch rum. Verdammt. Taschenlampe. Heb sie auf. Geht nicht mehr. Sie will mir irgendwas zeigen, oder? Oh mein Gott. Das ist, weil wir sie nicht gefunden haben. Das ist, warum man sie nicht finden konnte. Das ist ihr, er hat sie hier zum Sterben zurückgelegt. Oder hier lag ihre Leiche auf alle Fälle. Also hat er sie doch nicht zerhackt, wenn sie im Ganzen hier liegt. Ich bin hierfür gekommen, richtig? Das ist halt das... Die Halskette. We found what we were looking for. Ach. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Ja. Good. Jetzt können wir gehen, sagt er. Jetzt ist sie auch weg. Ich kann mich nicht bewegen. Das war die Geschichte von ihr. Sie hat ihr Kind verhungern lassen und ich glaube, er hat sie dann niedergestreckt. Und er war ja so... Verbrannt. So, jetzt dritte Geschichte. Vom Kind vielleicht? Krieg ich keine Anweisung? Was sie tun sollen? I did some scouting here. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Okay, ich soll auf der Fassade ein kleines Fenster finden, dass ich rein gehen kann.
Also diesmal gehen wir nicht über. Kann ich hier rauf? Ja. Hab's! Da, so macht das ein Einbrecher, jawohl. Nicht über die Fronttür. Fühlt sich gleich viel wichtiger an. You know what? I have a feeling that we should look into the basement. Ja, ja, Keller, klar. Wo waren wir heute noch nicht? Zwei creepy Orte, die es gibt in Häusern, die man niemals besuchen sollte. Speicher, Keller. Speicher waren wir schon. Obwohl, warte, wir waren im Keller. Da bei den Gefängnissen und so. Wart ab. Also eigentlich waren wir schon im Keller. Ich finde, das hat gezählt. Ich will mir jetzt nochmal kurz das Ding angucken. Da geht's doch. Former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just kidding. Ja, das ist das Kind mit der Puppe und sie als Frau. Na ja, gut. Let's see. Da komme ich immer noch nicht rein. Dabei sieht es am spannendsten aus mit diesen roten Diamanten. Ich will in den Keller. Ich habe eine Treppe im Keller gesehen. The more you know about the world, the more clearly you see it's monstrous. Ja, das stimmt. Try to walk along the corridor. We need a descent down. Er sagt, wir brauchen eine Treppe nach unten. Wir sollen uns ein bisschen umschauen. Guck mal. Ah! Die Tür war mit drei Ketten zu. Eine, zwei und das ist die dritte. Verstehe. Und jetzt haben wir hier quasi den Diamanten. Jetzt liegt hier die Kette. Ah, verstanden. Das ist wirklich wie bei Visage. Drei Geister, drei Wertgegenstände, drei Ketten und dahinter liegt die Wahrheit. Das gefällt mir. Wisst ihr was? Es ist ein Mix aus Visage und ein bisschen Layers of Fear, kommt mir gerade so ein bisschen vor. Und ich hatte schon... Ah ja, da, oder? All answers are waiting for you in the basement. Ja. We need to go down. Ich sagte, ich habe was gesehen gehabt. Oder irgendwie eine Ahnung gehabt. Do you hear noise, or is it just me? I need to change the headphones. Nee, höre ich nicht. Hört nur er. Unsere Taschenlampe macht auch bereits wilde Runen oder so. Ich habe leider keine Kamera mehr bei mir. Alles klar. Okay, es ist gespeichert und die Kamera hat sich wieder beruhigt. Oder beziehungsweise unsere Flashlight. Move this thing aside. Ja, wir drücken immer von der linken Seite. Aber der Keller ist ordentlich. There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our clients. You'll know it when you see it. Eine... Was sagt er? Ein Messer, ein besonderes Messer soll hier sein. Was irgendwie und was dem gehört. Oder was der Auftraggeber will. Alles klar. Hatte er entweder die Bunks? Bunker? Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Also er vermutet, dass er hier Flüchtlinge untergebracht hat. Oder ja, Verstecke. Altes Tagebuch. Das ist ein Fragment von einem schäbigen Tagebuch. Es sind Tropfen drauf zu sehen. Könnten es Tränen sein? Das ist so verrückt. Letztlich habe ich sie in einem Traum gesehen. Letztlich habe ich nur in einem Traum gesehen. Mein Junge war wieder bei mir. Wir sind zusammen durch die Höhle von blauen Steinen gelaufen, haben über irgendwas geredet. Mein Doktor glaubt, das liegt daran, dass dass ich das nicht... Warte. Warte. Es ist so seltsam. In letzter Zeit sehe ich nur einen Traum. Mein Junge ist wieder bei mir. Wir laufen durch die Höhle aus blauem Stein über etwas und reden über etwas. Mein Arzt geht davon aus, dass die Ursache darin liegt, dass ich mich nicht mit seinem Weggang abfinden kann.
Er hat recht, natürlich kann ich nicht. Mein Sohn ist weg. Mir ist aufgefallen, dass meine Tränen klarer werden, wenn wir im ersten Stock schlafen. Dass meine Träume klarer werden, wenn wir im ersten Stock schlafen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich einmal versuche, mit im Keller zu schlafen. Je tiefer ich gehe, desto klarer werden meine Träume. Mein Junge ruft mich. Ich kann ihn zurückbringen. Ich muss nur verstehen, was er meint. Mein Arzt... Meine Güte. Bist du... Mein Sohn ist weg. Wenn wir im ersten Stock schlafen, werden meine Träume klarer. Ich wundere mich, was passiert, wenn ich im Keller schlafe. Je tiefer ich gehe, desto deutlicher werden meine Träume. Mein Junge ruft mich. Ich kann ihn zurückbringen. Ich muss nur herausfinden, was er mir versucht zu sagen. Wenn das natürlich jetzt das Tagebuch der Mutter ist, dann kommt sie ja jetzt über den Tod des Kindes dann doch nicht hinweg und versucht, ihn zurückzubekommen. Obwohl sie ihn am Speicher verhungern lassen hat. Aber jetzt leidet sie drunter. Und sie denkt, je tiefer sie schläft, desto näher ist sie bei ihm. So als ob er unter der Erde wäre. These chess pieces look kind of strange. Ja, ziemlich groß sind Maybe die. You can use them. Ach, die kann man da reinstopfen. Ja, ja. Ah, aha, ein Turm. Warte. Ups. Turm? Ich hoffe, ich bin richtig. Pferd, das kriege ich auch noch hin. Dann haben wir hier die Königin und den König. Ich schätze mal, das ist der König. Ich spiele keinen Schach, müsst ihr wissen. Ich kenne mich nicht so aus. Gute Nacht, Ivy. Ich habe den Keller gefunden. Are you waiting? The door is open. Move. Ja, chill. Ich kann nicht laufen. Ich gehe langsam, sonst falle ich. Is that a cave? Ja. I don't feel well. Nee, ich auch nicht. Do you hear the whisper? Ja. This noise. What are we doing here? Ich weiß es nicht, als ob wir in einem Innenleben von jemandem wären. Es hört sich an, als ob wir in einem Magen-Darm-Trakt von jemandem unterwegs sind. Ach guck, wir sind nicht allein. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gollum ist auch da. I remember now. Erinnert sich? You're saying people, right? We do have a goal. We want to understand who is talking to us. Who is really saying all these lines? This is a natural curiosity. There is nothing unusual. Er versucht sich zu beruhigen, obwohl wir hier ja das Problem haben. Ich meine, er chillt sich da zu Hause in seinem Walkie-Talkie. Wahrscheinlich sitzt er einfach 500 Meter weiter in irgendeinem Kleinbus. Braucht eigentlich gar keine Angst haben. I hear a female voice. She wanted to get her son back. She was lied to. Sie will ihren Sohn zurück. Meine Kammer, meine Taschenlampe. This place cannot exist. Do you hear me? Yeah. This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? Er dreht jetzt durch, der Typ. Unser Buddy dreht jetzt durch. Er hat gesagt, dieser Ort ist sehr wichtig. Er will mir etwas sagen, aber er weiß nicht mehr was und er kann seine Gedanken nicht mehr sortieren. Bitte nicht, klopfen Sie bitte nicht. Also hier sind Gefängnisse. Unten unter dem Haus.
Okay. Okay. Was genau passiert hier? In dem Gefängnis brennt's noch? Das ist das Wärmegefängnis? Ach, hier ist aufgegangen. Okay. Voll Mittelalter. Jemand hat die Kerzen angemacht für uns? These candles? Ja, genau. Is anyone here? Endlich mal einer, der sich genauso fragt wie ich, wer zur Hölle immer die ganzen Kerzen in Horror-Games anmacht. Ui, was ist das? Eine Glocke. Das ist ein Teil eines Mechanismus, eines Tormechanismus. Ich kann es nicht öffnen. Ich habe nichts, womit ich das festhalten kann oder was ich dranhalten kann. Okay, also wir suchen einen Teil des Tormechanismus irgendwie. Ein blutiges Grab. Knochen. They belong to those who built this place. And those who came here later. Oh, von Leuten, die das hier erschaffen haben. Das ist wie nett. Mir macht doch jemand hier schon die Tür auf. Das ist schon ein sehr gut gemachtes Spiel, muss ich sagen. Noch mehr Folterkeller. Yay. Eieieiei. Eine Notiz auf einem Papier von einem Tagebuch oder einem Notizbuch. Ich habe diesen Ort gefunden und er hat alles, um ihn zurückzubringen. Zumindest kurzfristig. Alle Stücke waren in Position. Und ich habe seit einem Monat versucht und es war alles für nichts. Ziegen, Rams, weiß ich nicht, und Schweine. Wir haben mehr als ein Dutzend Tiere geopfert und nichts hat gewirkt. Herz, Hirn, Leber. Ich muss eine andere Gabe, Spende finden. Vielleicht ist mein Herz genug. Sie glaubt, dass, sehe ich das richtig? Sie glaubt, dass sie eine Opfergabe machen muss, um ihr Sohn zurückzubringen? Tiere geschlachtet und nichts hat funktioniert. Ich muss einen anderen Spender finden. Einen anderen Spender. Guten Abend, Lavacek. Wie du hier mit einem 60er Puls zocken kannst. Also dezent nervös bin ich schon, aber es ist jetzt schon die dritte Geschichte in dem Spiel und langsam habe ich das Spielmechanismus begriffen. Wie seht ihr das? Zumindest vorübergehend. Ich habe diesen Ort gefunden und er hat alles, um ihn zurückzubringen, zumindest vorübergehend. Alle Teile waren an ihrem Platz, aber ich habe es einen Monat lang versucht und es war alles umsonst. Ziegen, Widder und Schweine. Wir haben mehr als ein Dutzend Tiere geschlachtet und nichts funktioniert. Herz, Gehirn und Leber, ich muss einen anderen Spender finden. Vielleicht reicht mein Herz. Sie will ihr Herz spenden, um ihren Sohn zurückzubringen? Sehr verwirrend noch die Geschichte, verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, guck. Gefunden! Warum haben die hier im Keller eigentlich so einen übelsten Folterschlachter-Dings? Okay, komm, dann gehen wir jetzt die Tür aufkurbeln. Ich habe echt das Bedürfnis, dauernd auf Shift zu drücken, damit wir endlich mal Gas geben, aber der Typ chillt. Der chillt. Auch jetzt noch. Wie gut, dass wir hier gut durchgehen können. Warum ist eigentlich so viel Blut an einem Sarg? Sollten die Leichen nicht mehr... Die sollten doch eigentlich nicht mehr bluten. Ist das nicht so? Aber jetzt kurbel ich erstmal in Ruhe hier das Ding auf. Weil wir können noch tiefer. Es ist nie tief genug im Keller, Leute. Es geht immer noch tiefer in den Folterkeller. This is a quiet spot. Ja, ruhig. There is a lot of room to rest.
Ja, hier ist viel Raum zum Ausruhen, sagt er. Was meint er denn? Oh mein Gott, das ist eine große Statue. Bitte nicht bewegen. Darf ich dich anfassen? Du bringst bestimmt Glück, wenn ich dich rubbel. Nee. That's what we are looking for. Pull the lever. Als ob er wüsste, was uns hier erwartet. I can't focus. Er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er dreht jetzt durch. Something constantly. Oh, da hinten steht einer. Seht ihr den Schatten? There's someone here. Go back. Now. They will come for me. He must be back. Ach. He needs new parts. He will come for me. He needs a sacrifice. Wer ist... Hä? Der Typ, der uns da mit uns spricht? Der hängt da irgendwie mit drin. This is he. Das ist er, das he ist er. Is here waiting for you. You must... Ja, weglaufen. You must weglaufen. Was war er denn, bitte? This is his cocoon. Parents had been waiting for their son, but he came instead. Die Eltern haben gedacht, sie bringen ihren Sohn zurück mit irgendeinem kranken Ritual und haben einen Spinnenopa heraufbeschworen. Sieht doch ganz nett aus. Das war ein Opa-Gesicht mit ein bisschen zu vielen Beinen, oder? Ich muss gestehen, ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren, war darauf fokussiert, ob ich rückwärts laufen kann. Spinnenopa? Und das ist die Leiche von dem Kind, was sie haben wollten, oder? Ja, hätte sie das Kind mal nicht verhungern lassen oben, dann hätte sie jetzt hier nicht so einen Aufriss machen müssen. Also ob die Geschichten jetzt wirklich so zusammenhängen, ich weiß nicht, ob ich so ganz begriffen habe, bin ich ehrlich. Da ist das Messer, was ich möchte. Tachi, Tachi. Das ist ein altes Messer. Er ist durstig. Woher will denn er das alles wissen? Hart, Leber. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. They keep him here. I know what to do. Wir müssen Herz und Leber zerstören, weil die ihn hier festhalten. Das war sein Geburtstagsgeschenk und das müssen wir irgendwie hier halten. Also dieses Messer vibriert in meiner Hand und die Klinge ist warm. Nehme ich. Jetzt will ich erst noch gucken, was hier hinten ist. Herz, Leber und Hirn müssen wir niederstechen. Oh, ich habe drauf gedrückt. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Kann ich das Messer verwenden vielleicht? Ach guck, ich kann einfach hier durchgehen. Wer wird mir ja hoffentlich durchgeben per Funk, was ich zu tun habe? Ich laufe einfach weiter. Da, ich sehe schon was auf dem Tablett. Ist das das Hirn? Die Leber. This is lip. He is here. Oh. Aber ich will ihn anschauen. Okay. Faster! Ich wollte ihn aber mal angucken. So, jetzt hier noch kurz ein Stich to go. Und weiter. Mann, ich bin Marathon. Ich laufe da vorbei. Next. So schnell ist er gar nicht, trotz seiner 8 Beine. Außerdem, das waren Puppenbeine. Mit so Puppengelenken. Hirn auch. So, und da oben liegt das Herz von der Mutter, oder? Die Mutter hat das Herz geopfert. Ist er eigentlich noch hinter mir her? Ja! Wir hätten nochmal außen rumlaufen müssen. Aber einmal kurz mit dem Opa züngeln. Schoki. Aha, okay. Warte. So, von vorne. Kein Problem. Die sind ja echt zum Glück nicht so schnell. He is here.
Man kann gut weglaufen vor denen. Das ist echt fair gemacht. So, und wenn wir jetzt das Herz grabben gehen und er da runterfällt, dann müssen wir einmal ihn loopen, damit wir das schaffen. Weil er ziemlich weil er einfach direkt vor dem Herzen da runterstürzt. Aber kein Problem. Das sollten wir schaffen. Außer er hüpft dann nochmal. Komm. Step to go. Step to go. Hier. Der Staubsauger, wenn man die Spinne wegsaugt. So stell ich mir das auch vor, wenn ich Spinnen wegsauge. I understand it now. I'm sorry. He needed a new heart. I had to do something. Was? Sorry. Er braucht ein neues Herz. Ich musste irgendwas machen. Hat er uns jetzt geopfert, damit der ein neues Herz bekommt? Das war die Geschichte vom Sohn, schätze ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt reingehen, müssten wir in die Tür kommen. Jetzt haben wir doch eigentlich das dritte Artefakt gefunden. Wir haben ein elektronisches Lock hier. This system is a bit more... Oh, damn. Well, we must do it anyway. At least we must try. Get in. Als leuchten drei... Ach so, jetzt leuchten die. Jetzt fällt mir das erst auf. Es fehlt noch ein vierter Stein. Aber wir haben bei der Tür nur drei. Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. Und wir sind immer noch hier, als ob wir eigentlich was klauen wollen würden, gell? Schau mal, jetzt haben wir hier das. Did you manage to open it? Good. But are you sure that you want to go in there? Ja, schon, jetzt bin ich neugierig. Ein anderer Killer. Ignorance is bliss. Well then, let's take a walk. Ich sag euch, der Dude, der uns da reingeführt hat, das hat er schon mit Absicht gemacht. You already know the drill. Du weißt, someone es, will geht. Come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? Oh nein. Er sagt, du weißt, wie das Spiel läuft. Jemand wird kommen und jemand wird versuchen, dich umzubringen. Die Frage ist nur, wer wird's sein? Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. Denk nicht drüber nach, was du gesehen hast. Schau einfach weg und ignorier's. Darin bist du doch so gut, sagt er zu uns. Er kennt uns oder wir sind irgendjemand. Schau einfach weg. Du bist doch so gut darin, es zu ignorieren. Okay. Warum bestraft er uns? Wer ist er? Und warum müssen wir in seinen Augen bestraft werden? You know, there comes a moment in life when you just feel trapped. Du weißt, es gibt einen Moment im Leben, wo du dich einfach gefangen fühlst. War richtig der Showdown jetzt. Die Wände kommen immer näher.
And when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. Und wenn du das Gefühl hast, dass es keinen Weg mehr raus gibt, dann, wenn du glaubst, dass es keinen anderen Weg mehr gibt, dann würdest du jeden Weg nehmen, um rauszukommen. Jeden. In dem Fall kriechen wir jetzt hier scheinbar durch und ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ich schwöre, das da draußen, es ist gar kein draußen, das ist doch nur so eine Dia-Show oder so. Ich kann nicht nach links und rechts. Aber schön sieht's aus, als ob ich jetzt auf die Weide. What's happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. Entweder spricht der Typ mit sich selbst gerade, und also entweder haben wir gerade zwei Persönlichkeiten von unserem Buddy gehört, oder er hat uns die ganze Zeit verarscht. Und hat so, hat uns jetzt nachgemacht, so von wegen, warum gehe ich überhaupt zu diesem Haus zurück? Ja, so eine Art Selbstschuld. Also Rückkehr ins Haus, das heißt, wir sind wir dann der Sohn? Ich kann nicht laufen. Oha! Alter. Calm down. You've already killed them. Du hast sie schon gekillt. Geh einfach weiter. A small surprise just for you. Ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Also entspann dich. Du hast sie schon umgebracht. Ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Der hat uns da reingelockt mit Absicht. Von wegen, wir sollen was klauen. Jetzt ist die Frage, sind wir der Sohn, der die Eltern umgebracht haben? Unser Garagentor, damit hat alles angefangen. Auto? You haven't been here for a long time, haven't you? Du bist eine ganz schön lange Zeit hier gewesen, kann es sein? Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. Jeder neue Job beginnt mit diesem Auto. Und warum hast du es gemacht? Wetten so für, ach, ich mach das für die Familie, ich mach's nur für die Familie? Oder, das wird garantiert das letzte Mal sein, also weil wir ja Einbrecher sind. Und er sagt, ja, ich verspreche dir, dass es das letzte Mal sein wird, dass du es gemacht hast. Well, for their sake. Your favorite thought, huh? They never asked you for this, but you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. Er meint, ja, das magst du am liebsten, gell, dass du dir vorgagelst, dass du es nur für die Familie tust. Das hat, dass du stiehlst nur für die Familie und das hat gar nichts mit dem Adrenalinkick zu tun, den du beim Stehlen hast. Es gibt nur noch eine Sache, die du erledigen musst. Und zwar herausfinden, wie gut du dich erinnerst. Und deswegen müssen wir jetzt wieder zurück zur Fusebox, zu dieser Box und den blauen Draht durchschneiden. Und er sagt, jetzt geht's drum, ich muss nur noch herausfinden, wie gut ich mich erinnern kann. Ich hoffe, ich muss mich nicht erinnern jetzt, wirklich, weil ich bin sehr schlecht im Erinnern. Leider. Ich soll den blauen Draht durchschneiden. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Du musstest nur den blauen Draht durchschneiden. Ja. Es war das Leichteste, was du tun konntest. Du musstest nur den blauen Draht durchschneiden. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No.
You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Er sagt, willst du wirklich zu deiner Familie zurück? Du könntest auch einen ganz normalen Job annehmen. 5-6 Tage die Woche, 10-18 Stunden am Tag. Du könntest ganz normal und langweilig sein. Du musst jetzt nur das Ohrstück ablegen und du hörst nie wieder von mir. Aber er hat auch so gehässig gelacht und gemeint, nein, 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 du hast schon immer gemeint, dass du besser bist. Also, dass du zu gut bist für einen normalen Job. Aber ich weiß nicht, was soll ich denn sonst machen? Also, ich habe keine Wahl, ich lege das jetzt ab. Und geh in meinen Bürojob oder was? Sorry, I was joking. Oh nein, er hat uns so verarscht. It looks like this house has changed. Now it's mine. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. In any case, now you're with me. Was ist das für ein Ort? Bist du nur verrückt geworden? Bist du gestorben oder bist du im Gefängnis verrückt geworden? Dieses Haus gehört jetzt mir, sagt er. Und du gehörst auch mir. It couldn't be your fault. Das kann ich deine Schuld sein. Be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. Er sagt, du denkst, es kann nicht deine Schuld sein. Dieser blaue Draht, der war nicht da. Oder war der blaue Draht wirklich nicht da? Oder hat dir die Person, die dir geholfen hat, falsche Informationen gegeben? Also scheinbar war unser Einbruch von Anfang an mit diesem blauen Draht. Wisst ihr noch, wir haben keinen blauen Draht gefunden. Wir haben an dem blauen Draht geübt und dann sind wir hin beim allerersten Versuch und es war kein blauer Draht da. Scheinbar sind wir da aufgegriffen worden. Die Story ist echt wirr. Also es war ein Fehler, den wir gemacht hatten. Und es war ja der Fehler, dass wir da den Draht... Scheiße, ich bin in der Hölle. Alter! Okay. Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of... The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Oh. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault. Is it? Als wir versucht haben, in das Haus einzubrechen, haben wir doch den falschen Ding geschnitten. It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on, come up with another reason why they should have died. You did it so well before. Wir haben mit dem Durchtrennen der falschen Kabel einen Kabelbrand verursacht und das ganze Haus hat gebrannt. Und wir haben die Frau, Mann und das Kind in diesem Haus, deswegen sind die verbrannt.
Und das, was wir uns, diese Filme, die wir gesehen haben, das ist das, was wir uns ausmalen, was das für brutale Personen gewesen sein müssen, um unsere Tat zu rechtfertigen vor uns selbst. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer diese Leute sind. Wir wollten einbrechen und haben aus Versehen, weil wir eigentlich nur die Alarmanlage kalt machen wollten, haben wir einen Kabelbrand verursacht und das ganze Haus ist niedergebrannt, mitsamt den drei Leuten drin. Vater, Mutter, Kind. Und deswegen, das ist mein schlechtes Gewissen. Und das, was ich mir da ausmale. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Ja, also diese Geschichte, die wir uns da ausgemalt haben. Der Mann hat die Frau umgebracht, die Frau hat das Kind verhungern lassen und das Kind, ja, keine Ahnung, ist vielleicht ganz brutal, hat beide umgebracht. Das ist so die Geschichte, die wir uns ausmalen, damit es okay ist, dass wir sie umgebracht haben quasi. Und jetzt meint er so, okay, lass mal gucken, ob deine Geschichte auch funktioniert. I want to look at the person who killed me. Ich will die Person anschauen, die mich umgebracht hat. Also das ist ein größerer Schädel als das, dann ist das wahrscheinlich das Kind. Und das ist dann Frau. Also ein bisschen schwer zu sagen. Ich will die Person anschauen, die mich umgebracht hat. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt einfach mal ihn. Ah nee, ich muss alle richtig drehen scheinbar. An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think he had to say goodbye, but farewell. Wie jetzt? Ich darf einfach gehen. Er hat mich ja schon mal verarscht. Vor allem, ich weiß ja nicht, wer das ist. Vielleicht bin ich es ja selber. Vielleicht gibt es die Person gar nicht. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together. Ja. Forever. Was auch immer du dir als nächstes ausdenkst, wir werden für immer zusammen sein. Sie gucken alle auf dich. Ja. Alle gucken auf mich, weil ich sie alle umgebracht habe. Nicht gegenseitig. Ich hätte jetzt die Köpfe so ausrichten können, der hat den umgebracht, aber eigentlich gucken sie alle auf mich, weil ich habe alle umgebracht. Du hast deine Schuld eingestanden. Was, und jetzt soll ich da nochmal reingehen? Was kann denn jetzt noch kommen? Oder kann ich jetzt das... Oder ist es jetzt... Hat dieses Spiel auch ein Ende? Frage ich jetzt mal blöd. Oder kommt es darauf an, wie ich die Köpfe drehe, dass wir dann andere Enden sehen? This demon thing wasn't too much. Nee. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since when did I start talking to myself? I can't take it anymore. I need to get distracted. Das Dämon-Ding war zu viel, oder? Ah, jetzt ist diese Tür offen. Ja, klar. Drei Geschichten und der Showdown. Und wir reden schon mit uns selbst. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. Ich kann meine Kindheit nicht aus dem Kopf bekommen. Ich weiß nicht warum. I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening, the real work. Also unser Vater hatte Pläne mit uns. Also er war sowieso sehr, er hatte viele Pläne und dann, wir sollten halt
um 5 aufstehen, Hausarbeit machen, zur Schule gehen. Das ist dann der 10. Ups. 14 Jahre als Junior Assistant, 15 Jahre als Senior Assistant, 16 Jahre, oder ich weiß nicht, 16 Jahre alt oder nach 16 Jahren Betriebszugehörigkeit vielleicht. Promotion on the cutting floor, 17 Jahre, first year of a business school, erstes Jahr der Business Schule, mit 22 Graduation, mit 24 Head of the Floor, 27 Assistant Director und mit 35 Director of the Factory. Also quasi der ganze Werdegang war schon für ihn vorbereitet von seinem Vater. Hier ist es aber dunkel. Alter. Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. Ja, genau, mit 15. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. Mit 35. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. Also es war für ihn brutal, dass er so nach den Vorgaben seines Vaters leben sollte, weil alles schon geplant war. Du wirst dann, nach so und so vielen Jahren wirst du das, dann machst du das und dann wirst du dieser und dann wirst du jener. Herrgott. Wieso muss ich durch die Fleischerei? Aber du hast einen Weg rausgefunden. Du hast einen Weg rausgefunden. Also du wolltest es nicht mehr machen und nicht mehr sein und du hast einen Weg rausgefunden. Was, als ich dann Dieb geworden bin, oder? At first, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Zuerst sollte es nicht funktionieren, dumme Geschichten, aber sie haben ihn abgelenkt. Ach, hat er angefangen, Geschichten zu schreiben, Bücher zu schreiben? Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Meine Einladung der Welt, quasi rauszugehen. Lieber mit Mr. Mist, ich entschuldige mich für die späte Rückmeldung, aber ich wollte mir und den Schülern Zeit geben, ihre Arbeit, der graue Gentleman, zu lesen. Frankly, dein Style ist ein bisschen poliert jetzt noch. Er hat immer noch Gänsehaut von dieser Beschreibung von den Alien. Bitte antworten Sie auf diese E-Mail, wenn Sie noch mit uns arbeiten möchten. Und er glaubt, dass es interessant sein könnte. Also er hätte die Chance, seine Geschichte zu veröffentlichen und mit einem Verlagshaus zusammenzuarbeiten. Das war die Chance, auszubrechen aus der Vorgabe seines Vaters. Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until. Also der Vater ist total durchgedreht, hat ihn eingesperrt, hat versucht, ihn immer noch mehr zu drillen, seinem Werdegang gerecht zu werden. Aber er hat es geschafft. Er ist raus. Er hat eine Frau getroffen. Sie hat ihn geliebt, sie haben ein Baby bekommen, es hätte alles glücklich sein können. Aber ich bin dann Dieb geworden und habe die Hütte niedergebrannt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wer wir sind und als wer wir sprechen gerade.
Die erste Kapitel. Die Sicherheitstür öffnete sich mit einem sanften Klick. Und da ist es. Der glitzernde Stein, nach dem ich gesucht habe. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Der Dieb drehte sich um zur Tür und blieb erstarrt stehen. Da war ein Mann in der Öffnung. Er hat sein Gesicht nicht gesehen. Nur eine alte Gasmaske. Das ist das Buch. Das, was wir da gerade gelesen haben, das war waren Auszüge aus dem ersten Kapitel eines Buches, was er geschrieben hat. Letter from the Doctor, Brief vom Doktor. Erst nach diesem Brief haben wir bemerkt, wie ernst das Problem ist. Lieber Mr. und Mrs. Mist, es tut mir leid, Sie zu informieren, dass Olivers Zustand schlechter wird. Moment. Okay, Ryukyuat, also es ist wahrscheinlich das Medikament, was wir doch da im Bad gefunden hatten, wird sein Wohlbefinden verbessern und seine Lebensqualität steigern, aber die Ursache seiner Herzprobleme kann es nicht beseitigen. Ich empfehle Ihnen dringend, so schnell wie möglich Ihr Einverständnis zu radikalen Behandlungsmethoden zu geben. Wir haben ein Medikamentenschema vorbereitet, das die Chance bietet, die normale Herzfunktion wiederherzustellen. Ich bezweifle, dass eine Operation nötig sein wird, aber ich muss Sie warnen, dass dies in Zukunft möglich sein könnte. In dem nächsten Besuch besprechen wir die Behandlung Ihres Sohnes. Also der Sohn hat Herzprobleme. Das Baby. Baby hatte schon Herzprobleme. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Alles klar. We tried as best we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novels started to get rejected and in time our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance. Medikamentenrechnungen wurden immer härter. Er hatte schon den zweiten Job und es wurde halt immer schwerer, die ganzen Medikamente zu bezahlen, die das Kind braucht. Auszug aus dem zweiten Kapitel. Ich habe alles Unnötige rausgestrichen. Die Aufmerksamkeit des Lesers muss fokussiert bleiben. Warte. Jeder Schritt die Treppe hinauf war von einem anhaltenden Knarren gekennzeichnet. Eine Luke in der Decke hat ihn auf den Dachboden geführt. Eine dunkle Welt, die alle Spuren von Ton und Licht beraubt war. Das Einzige, was die Stille durchbrechen konnte, war das Geräusch einer alten Kamera. Und das Einzige, was ihm beim Sehen helfen konnte, war der kaputte Kamerablitz. Nach ein paar langen Sekunden hat er endlich eine Tür gefunden. Ein weiterer Blitz der Kamera half ihm zu sehen. Sie war hier. Regungslose Gestalten. Kurzer Moment. Ein kurzer Moment der Zeit, der eingefroren war. Das sind genau die Kapitel, die wir auch durchlebt haben. Erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel. Was hat er eigentlich geschrieben? Medikamentenrechnungen über Medikamentenrechnungen. Ganze Haus tapeziert mit Medikamentenrechnungen. Telefon. Ja, bitte. Is he all right? Geht's ihm gut? The doctor says that he's stable. Er ist stabil. Good. Good. Have you taken a nap yet? Hast du geschlafen? I didn't have time. The operation just ended. Keine Zeit. How are you? Work. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No,
I will sell the book, and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. 1 month. Sie gibt ihm noch einen Monat. Dann will sie seinen Vater sprechen und von ihm um Geld bitten, weil sie es sonst sich nicht mehr leisten können. Die Miete. Er will unbedingt dieses Buch fertig schreiben. Aber er hat die sie sagt, du hast auch die anderen beiden Bücher nicht verkaufen können. Aiden, are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week, or... More than a month has passed, and der Monat ist I know vorbei. That you work. I just wanted to say that Oliver is stable. The doctor is waiting, and... She will not believe me. Even if I try to persuade her, it's either I'm finishing the book, or... How long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem, and solve it now. Your father will help, and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it will be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. Okay, ganz kurz. Also es sieht so aus, als ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Entscheidung ist. Wenn ich zum Buch gehe, dann entscheide ich mich, das Buch weiterzuschreiben, nicht die Hilfe von meinem Vater anzunehmen. Es kann aber sein, dass es trotzdem floppt und wir kein Geld haben, die weiteren Herz-OPs für das Kind zu bezahlen. Wenn ich zur Tür gehe, zu ihr, dann entscheide ich mich gegen das Buch und für die Idee, die sie hat, das Geld von meinem Vater zu nehmen. Aber offensichtlich habe ich so Angst, da der Vater so beherrschend ist. Und er sagte, der Vater hatte Pläne für mich und jetzt hat er auch Pläne für Oliver, für das Kind. Und in dem Moment, wo ich sein Geld nehme, glaubt der Vater, er hat die Macht über uns. Und dann ist er ihm genauso ausgeliefert, wie ich es damals war. Das heißt, entweder vertraue ich jetzt auf das Buch und setze mich hin und schreibe, aber ich lasse auch ein bisschen meine Frau damit allein. Oder ich entscheide mich für meine Frau, für das, was, also nicht für meine Frau, aber halt für die Idee, das Geld vom Vater zu nehmen. Aber das Risiko, dass dann der Vater halt wieder so in das Leben steppt. Schwierige Entscheidung. Also ich glaube fast, dass das jetzt so eine Art Entscheidung ist. Weil ich kann beides, glaube ich, anklicken. I'm sure that not everything is so bad with your father. Ja. We will talk to him or figure something out. Sie denkt, er ist nicht so schlimm. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Oh mein Gott, sie ist so lieb. Open the door, Aiden. You made a promise. Das stimmt, wir haben versprochen. Aiden, please. Dass wir einen Monat lang das versuchen und wir sind immer noch nicht fertig. Aiden. Das Geld vom Vater würde alles lösen. Was würdet ihr machen? Zur Frau gehen? Lieber zusammen mit der Frau durch den Vater. I like the chapter with a ghost. You never talked about your mother. Is that about her? Es stimmt schon. I don't want to talk about this. Wir können das Buch auch danach noch schreiben. Wait here a bit. Oh Gott, sie ist so lieb. Wir können das Buch auch danach noch fertig schreiben. Da hat sie schon recht. Den Kontakt zum Vater kann man immer noch abbrechen. Später, wenn er zu sehr überhand nimmt, oder? Okay, zur Frau. I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something. Together. But if only I had a couple more days. Nein, komm. Er will mich jetzt dazu bringen, nochmal zu überlegen. Komm, nein, wir gehen zur Frau, haben wir gesagt. No, that does not matter. Okay. Hello, Nadine. Oh, mir wird nicht angezeigt, welches Ende es ist. Achievement. Family Matter. Du hast
Okay. Wir haben uns für unsere Frau entschieden. Für die Familie. Also, ich finde ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Muss ich sagen. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, ob das... Also eigentlich war das, was wir am Anfang gespielt haben, alles nur ein Buch. Das waren nur Buchkapitel. War das jetzt richtig? Jenny, ich weiß nicht, ob es richtig und falsch gibt. Ich glaube, das war halt jetzt eine mögliche Entscheidung. Aber diese drei Geister und der Einbruch, das war, glaube ich, alles nur Inhalte seines Buches. Wisst ihr, was ich meine? Das hat überhaupt gar nicht stattgefunden. Die Person gab es gar nicht. Ich hoffe, es kommt im Abspann noch was. Wir schauen mal. Also eigentlich war die Geschichte das jetzt am Schluss. Der Typ mit dem Kind und mit dem Vater und dass er dann eben das Buch geschrieben hat, um aus dem Zwang von seinem Vater rauszukommen. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, ja okay, lass das Buch sein. Wir gehen jetzt nochmal mit zum Vater und lassen uns von ihm das Geld geben und helfen, zusammen mit unserer Frau. Und dann kann man das Buch immer noch veröffentlichen. Oder halt nicht. Aber ich fand, ehrlich, muss sagen, das Spiel war echt kurzweilig. Es waren gute Schockmomente drin. Die Story hat Spaß gemacht. Es hat alles Sinn ergeben. Wir sind nicht sinnlos rumgeirrt. Die Rätsel waren sehr leicht, finde ich. Also... perfekt. Spieldauer fast 3 Stunden, nicht ganz, 2,5. Also ich bin super happy mit diesem Spiel. Echt wirklich eines der besten, die wir bisher gespielt haben. Hatte alles, was ich mir vorstellen kann. Bisschen Handen, bisschen Rätseln, bisschen Geschichte, alles genau perfekt balanciert. 1A-Game. Voll, oder? Ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Wenn ich jetzt Continue mache... Ah, komm, wir können noch mal die andere Entscheidung treffen. Komm, wir gucken uns noch mal die andere Entscheidung an. Was wäre, okay? Wenn ich jetzt sage, ich schreibe das Buch weiter? No. Nein, I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week or... More than a month has passed and I know that you were... Warte, ich mache das nochmal ein bisschen lauter. Oliver is stable. I just need a little more time. The ending is done. I just need to polish it and... Oliver will have his operation. He will be free. Nadine will never understand me. We'll have to break up. Is it worth it? Also, wenn wir uns fürs Buch entscheiden, dann verlassen wir halt auch echt unsere Frau. Er sagt, sie würde es nie verstehen, sie wird mit mir Schluss machen, aber egal. Komm, wir machen es jetzt mal. I get it, Aiden. I really do. Finish your book. Sie verlässt uns jetzt. Sie so, okay, goodbye. Ich hab's verstanden, Aiden, alles klar. Mach dein Buch fertig. Tschüss. Okay, ja. Also die Option hätte es auch gegeben. Dann verlässt sie uns. Dann sind wir jetzt alleine. Wir schreiben das Buch und hoffen, dass wir damit durchkommen. Das war Mist of Aiden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und sehr, sehr gerne euer Abo. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.